Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Ihr habt es sicher schon gesehen, gestern sind überhaupt keine Mods durchgekommen in den Giants Mod Hub und heute sind es drei Mods, die es geschafft haben, das Testlabor zu verlassen und dann auch an uns, die Spieler, verteilt zu werden. Ich gehe davon aus, dass das Testteam im Moment eventuell die Maschinen und die Gerätschaften testen, die eventuell im nächsten DLC erscheinen werden. Noch gibt es keine Information zu der Marke, die in diesem DLC kommen wird. Es ist aber klar, das DLC muss kommen vor dem 21. Juni. Und zwar, weil dann der Frühling zu Ende geht. Das Frühjahr geht dann zu Ende. Und es wurde angesagt, dass das zweite DLC im Frühjahr kommen soll. Deswegen würde ich sagen, ist Giants definitiv auf der Zielgerade, um die letzten Schliffe zu bekommen und zu machen an den Gerätschaften und Maschinen, die dann eventuell kommen werden. Noch ist nichts bestätigt, nur das ist meine Annahme dazu. Bevor wir jedoch mit den drei Mods starten, die heute herausgekommen sind, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Dave, bei Ich, Dennis, Dudflow, Taisho, Tim, RC Welt alias Stefan und Jens für die Abos über diese Tage. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Wir kommen zu der ersten neuen Mod und zwar heißt diese Cherry Backlifter. Diese kommt von Tom3230 und Check7718, Downloadgröße 11,45 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser Cherry Backlifter nicht nur als der Lifter selbst, sondern er kommt direkt zusammen mit einem JCB Teleskoplader. Und zwar den 541-70 Agri Pro. Der kommt mit einer Leistung von 145 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 148 Litern, 10 Litern DEF, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, das Gewicht liegt bei 7,9 Tonnen und der Preis bei 108.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Fredestein, Nukin und Trelleborg. Die Reifenvarianten gehe ich wie immer im Detail nicht durch. Es bleibt zu erwähnen, dass wir hier sehen, dass der Anschluss hier Q-Fit heißt. Und zwar ist das der JCB-eigene Anschlusstyp. Das heißt, dieser Teleskoplader kann nur mit JCB-eigenem Equipment verwendet werden. Also hier passen die Standard-Teleskoplader-Anbaugeräte nicht. Daher kommt dieser Cherry Back Lifter. Dieser kommt mit einem Gewicht von 500 Kilo, kostet 2000 Euro. Das Design wird hier angegeben Handbuch oder hydraulisch und ich habe das aber im Englischen gesehen. Das heißt manuell oder hydraulisch. Das heißt also hier ein Übersetzungsfehler. Das müsste natürlich manuell oder hydraulisch heißen. Das Design hier betrifft den Anschlusstyp und zwar kann dieser natürlich verwendet werden für die im Spiel enthaltenen Teleskoplader, wenn hier das Design Giants ausgewählt wird oder natürlich hier im Zusammenhang mit dem soeben gesehenen JCB Teleskoplader wird hier das Q-Fit genommen, das heißt Design JCB. Die Farboption, die wir hier haben, ist schwarz und verzinkt und betrifft natürlich der Heber. Die nächste neue Mod heißt Lichtschwerter, kommt von Universimo Modding, Downloadgröße 1,59 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Möge die Macht mit dir sein. Mit diesem Modpack Lichtschwerter grün, rot und blau fällst du Bäume wie ein Jedi-Ritter. Ist natürlich zu finden unter Kettensägen. Da gibt es, wie gesagt, den blauen, den grünen und den roten, und zwar dieses Lichtschwert. Und kann natürlich gebraucht werden wie eine Motorsäge. So geht das ganz einfach. Natürlich kann man damit auch direkt einen ganzen Baum verschwinden lassen, wenn man hier wieder den Holzfäller an aktiv schaltet. Dann geht das auch so. Wir kommen zum anhebbaren Ballenpaket von Joss, Downloadgröße 0,14 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ermöglicht dieser Mod, dass alle Ballen, die gepresst werden mit einer dieser Maschinen, das sind die Standardpressen, das heißt die Ballenpressen plus die Baumwollpressen, alle Ballen, die damit gemacht werden, wiegen nicht mehr als 100 Kilo, können also von Hand ohne Superkraft bewegt werden. Praktisch natürlich für die Konsolenspieler, weil
Auf PC haben wir ja das Power Tool, wo wir Superkraft einschalten können. Vorsicht, das heißt also, von den Ballenpressen gibt es jetzt immer zwei Versionen. Einmal die Standardversion und einmal die gemoddete Version, die eben dann die Ballen macht, die nur 100 Kilo wiegen. Diese Ballen wurden damit gemacht, also ich kann die ohne Superkraft, kann ich die herumheben. Wir können auch hier unten im Menü sehen, dass die Balle hier, die hat ein Volumen von 7250 Liter und Gewicht ist bei 100 Kilo. Das gilt natürlich auch für die Baumwollballen. Diese hier hat ein Volumen von 20.000 Liter und wiegt 100 Kilo. Und zwar gilt dies natürlich auch für Strohballen. Wenn ich jetzt hier diese Strohballen noch zu Ende presse mit einer dieser gemoddeten Ballenpressen, können wir natürlich sehen. Das Volumen dieser Strohballe ist 8250 Liter und das Gewicht ist 100 Kilo. Das ist eine sehr, sehr ähnliche Mod wie das mit den anhebbaren Paletten. Ich hoffe, dass diesmal alles gut geht, dass das nicht wieder ein komischer Fehler mit den Paletten und so weiter ausruft oder mit den Ballen. Das war es denn auch schon wieder von den Mods von heute. Ich hoffe, dass wir sehr bald erfahren werden, was das nächste DLC sein wird. Und auch hoffe ich, dass wir bis dahin auch schon Giants Partner sind. Daher, falls das Abo noch nicht dagelassen hast, dann bitte mach das. Hilf dem Kanal damit, die 1500 Abonnenten zu bekommen, damit wir in das Giants Partner Programm aufgenommen werden können. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne auch deinen Daumen da. Und dann würde ich sagen, hoffentlich kommen dann morgen mehrere Mods wieder raus, sodass wir wieder in den alten Rhythmus reinkommen, wo wir regelmäßig zwischen 20 und 50 Mod präsentieren können. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich. Danke, tschüss und hasta luego.